Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde World of Tanks Blitz, meine Lieben. Ja, ich zocke den M5, yo, wer hätte das gedacht? Also ich habe jetzt wirklich ganz, ganz viele Replays vom M5, vom M6 und ich glaube auch ein, zwei vom E100 mit dabei. Wir ziehen uns jetzt einfach mal diese ganze Serie rein, Leute. Die Videos dauern ja auch immer nur 4-5 Minuten oder so. Und ich werde euch mal die ganzen M5 und M6 Replays reinziehen. Wollte ich eigentlich nicht sagen. Ich wollte eigentlich sagen, euch zeigen. Raushauen ist natürlich hier das richtige Wort. Und ja, da kriege ich gerade eine dicke Schelle. Aber ich war halt gierig und wollte halt auch noch meinen zweiten Schuss ansetzen. Weil die Schelle vom Kampfpanzer 70 war sie wahrscheinlich bei 800, ich weiß gar nicht, wie viel ich bekommen habe, unten. Doch, nee, das wird der Kampfpanzer gewesen sein, der mir hier schön in die Seite reingebrutzelt hat. Tut natürlich weh, so ein Kampfpanzer 70, ein schönes Gerät. Ich ärgere mich immer noch, dass ich mir nicht geholt habe, hätte ich vielleicht mal machen sollen. Weil er, glaube ich, echt ein ordentliches Gerät ist. Ist wahrscheinlich auch nicht so einfach zu spielen, aufgrund des langen Reloads. Ja, den Chieftain habe ich hier auch auseinandergebaut. Also ihr seht diese Power, die man halt hat in diesen 1,7 Sekunden Reload, diese zwei Patronen, die da rausknallen, die sind wirklich, wirklich heftig. Und wenn man es gemacht hat, muss man einfach sich ein bisschen zurückhalten, gucken, man hat Zeit, den Gegner zu beobachten, man hat Zeit zu gucken, wo ist hier gerade was los, um sich dann auf die nächste Situation einzustellen. Der Kampfpanzer ist hier auch ganz schön gut unterwegs. Da hat es auch leider unseren MK6 zerrissen. Das ist sehr schade, steht 1 gegen 1, oder, also, was das Killverhältnis angeht, 1 zu 1. Na komm. Das Objekt hat sich nur eine Schelle abgeholt. Man will halt immer nicht reloaden. Guck mal, ihr seht es ja selber, ne, das bei 25 Sekunden, da will man nicht den nächsten Reload gleich reinhauen, da will man schon mal noch eine Schelle raushauen. Aber ich weiß auch nicht mehr, was ich entschieden habe. Prinzipiell kann ich es nachvollziehen, dass ich jetzt nicht reloade. Er weiß auch nicht, ob ich jetzt gereloadet habe. Das ist halt das Gute. So, und deswegen wird er sich auch zügeln, jetzt vielleicht rauszufahren. So, der Kampfpanzer 70 pusht jetzt hier unten. Das Objekt pusht jetzt hier auch raus. Ich bin im Reload richtig ungünstig, aber unser Team führt hier mit 4 zu 1 auf jeden Fall. Oh, 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 oh. Ja, ich bin natürlich auch Low-Tier, wie ihr seht. Also richtig ordentliches Low-Tier. Es sind fast alles 10er bis auf 2 Stück. Ja, leider sind da 51 HP übergeblieben beim Objekt. Das ist sehr, sehr schlecht. Ist halt auch ein krasser Panzer, ne? Das Objekt ist wirklich ein richtig, richtig gutes Ding. Ja, ich versuche ihn als Schutzschild eigentlich zu nutzen. Es ist ja tot ist er. So, ich wollte ihn als Schutzschild vom Kampfpanzer nutzen. Aber jetzt habe ich mir gedacht, komm, in 3 Sekunden bin ich eh fertig. Ich weiß, der kann mich nicht one-hitten. Also gebe ich ihm den Rest. Got him! Ja, wieder 4K geschossen. Also, das ist wirklich ein Panzer. 4K im 9er ist halt absolut passabel. Also. Und ein Panzer, das läuft bei uns, meine Lieben. Waren schöne, solide Dründchen, wie ich finde. Ja, 4119 Damage geschossen. War natürlich damit Erster gewesen. 10 Schüsse abgegeben, 10 Treffer, 10 Durchschläge. Oh, ich werde dieser Kette um mich los. Sorry. Ich denke, das passt. Also, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, gerne wieder einschalten und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Haut rein, euer Fearscream. Bye, bye.